Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure analoge Kamera mit einem Film bestückt. So, Film, Kamera. Also, das hier ist eine Nikon 1135 AF2. Dieses zu laden ist ganz einfach, auch nur nebenbei. Dieses Video gilt eigentlich für alle analogen Kompaktkameras, da diese ja relativ gleich aufgebaut sind, wie ihr gleich sehen werdet. Also als erstes öffnet man hier die Rückwand. Und dann seht ihr schon, wie das Ganze innen aussieht. Und jetzt nur als Beispiel eine Minolta AFS. Da sieht man es auch, hier ist das Logo. So, ist ähnlich vom Öffnen her. Und sieht gleich aus. So, vom Laden her sind die beide gleich. Das ist mir auch bei anderen Kameras aufgefallen, dass die sehr, sehr ähnlich sind. Weshalb das Video auch für viele andere gilt. Also, ihr nehmt den Film. Tut ihn hier rein und beachtet, in den meisten Fällen ist sie eine kleine Feder. Weshalb das Laden dann doch nicht so einfach ist. Also, jetzt müsst ihr darauf achten, dass der Film hier richtig drin ist und nicht so wie bei mir hier, dass es hier an diesem kleinen Stück hier scheitert. Jetzt. So. Dann müsst ihr darauf achten, dass der Film hier auch richtig greift. Die Zähne hier in die Perforation greifen. Das sind meine Perforationen. Und ja, zieht das bis zu dieser Markierung vor. Anschließend schließt ihr die Rückwand. Dann schaltet ihr die Kamera ein, beziehungsweise entriegelt den Auslöseknopf hier. Drückt drauf und dann kontrolliert ihr, ob die Kamera transportiert, wie man hier sehen kann. So, wenn ihr alles richtig befolgt habt, könnt ihr ein Foto machen. Besser gesagt, könnt ihr Fotos machen. So. Das war's. Bis zum nächsten Mal.